Hi Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play God of War. Wir gehen erstmal diesen Weg, obwohl ich weiß, dass es der falsche ist, aber da vorne gibt es, glaube ich, noch ein Gorgonenauge, wenn ich mich da nicht ganz irre. Und in der Zeit können wir den guten Ares da im Hintergrund einmal betrachten. Und das einmal mitnehmen, denn das wird uns sicherlich noch irgendwie helfen. Haben wir eine Truhe früher oder ein Gorgonenauge früher schon mal ein Gesundheitsupgrade und das ist ganz toll. Ich bin durch das Tor da vorne schon durch, das ist übrigens kurz nach, also schon mal durch gewesen, in der ersten verkackten Aufnahmesession. Und das ist aber auch so ziemlich das letzte gewesen, was ich gemacht habe. Ich habe den Abschnitt, der danach kam, noch gemacht, für die Leute, die das Spiel schon kennen, um grob einzuschätzen, wie weit ich gekommen bin. Und der Speicherpunkt, der dann danach kam, war der letzte, bevor ich das erste Mal in die Aufnahme reingeschaut habe. Und den guten Ares da vorne müssen wir halt irgendwann einmal gerecht werden, aber dafür müssen wir erstmal herausfinden, wie man denn einen Gott tötet. Und jetzt kommt die Stelle, von der ich im letzten Mal geredet habe, die nervigste von allen Stellen, in denen ich bislang in diesem Spiel war. Jetzt kommen erstmals diese Viecher hier mit Hammer. Und aus der Erfahrung vom letzten Mal finde ich es am sinnvollsten, erstmal einen davon zu killen. Das mache ich mal jetzt. Die halten, glaube ich, auch ein klein bisschen mehr aus als die mit der Axt. Wenn die auf den Boden schlagen, dann sind die so eine verkackte Druckwelle aus, die dich auch auf Distanz verletzen kann, was ziemlich nervig ist. Jetzt brauchen wir nämlich diese sich immer wieder neu auffüllende Energiebox hier. Wir müssen das Medusa-Auge aktivieren. Und warten, bis der Typ auf dem Schalter steht. Und auf dem Schalter müssen wir ihn erstarren lassen. Das Dumme ist, der bewegt sich halt dann immer wieder runter. Und der ist so selten drauf stehen geblieben. Jetzt haben wir ein bisschen Luck gehabt. Und das müssen wir jetzt sofort nutzen, denn jetzt ist die Tür da hinten auf, solange wie er versteinert ist. Und ich wollte natürlich diese Drecksdinger hier noch aufmachen, dass er das natürlich so viel Zeit gekostet, dass er wieder nicht versteinert ist. Hätte ich mal nicht diese paar 5 Erfahrungskugeln oder was das da waren mitgenommen, sondern wäre einfach durchgerusht. Bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen, bleib da stehen. Okay, wunderbar. Jetzt ganz schnell, das nehme ich mit. Und durch hier. Gut, ging einfacher als beim letzten Mal. Da habe ich es aber wie gerade auch mit 2 Lebenden probiert. Jetzt können wir hier jedes einzelne Haus durchstöbern. In manchen Häusern ist was drin, in manchen nicht. Das hier sind wandelnde Lebenskügelchen, kann man das quasi nennen. Wenn man die Dorfbewohner hier abschlachtet, kriegt man nämlich Lebenspunkte dazu. Ein bisschen bitter, aber in manchen Situationen habe ich das tatsächlich nutzen müssen. Hier schnappen wir uns erstmal Erfahrungspunkte. Hier war, glaube ich, nichts drin. Hier war, glaube ich, auch nichts drin. Loser. So sieht's aus, wenn wir versteinern. Gib mir Magie. Verkackt. Aus Versehen für eine Millisekunde in die falsche Richtung gedreht. Schon vorbei. So. Dann lass mich hier rein. War hier nicht eine Phönixfeder drin? Ha, bin ich gut. Ist schon einige Stunden her, dass ich das gemacht habe. Aber ich weiß es immer noch. Ich glaube nämlich, hier gab es insgesamt 2 Phönixfedern und ein Gorgonenauge. Einige Erfahrungsflügelchen, die man sich mitnehmen konnte. Warum ist die Truhe? Sein, dass ich beim letzten Mal übersehen habe? Ich glaube schon. Dann nehmen wir die jetzt mal mit. Und da ist das zweite Gorgonenauge drin, was ich beim letzten Mal verpasst habe. Damit kriegen wir unser erstes Gesundheitsupgrade und das ist ziemlich groß, wie ich finde. Ich hatte nicht mit so viel gerechnet. Liegt vielleicht auch an meinem schönen neuen Fernseher, der ziemlich groß ist. Und es deswegen größer wirkt, als es eigentlich ist. Aber egal.
Es ist tatsächlich, ja, also im Vergleich zu unserem Maximalleben echt hilfreich. So, nehmen wir die Kiste hier noch mit. Erfahrungskugeln. Da ist nichts drin. Kommt doch nicht auf mich zugerannt, ihr Vollidioten. Ich denke jedes Mal, das ist Gegner. Also beim letzten Mal habe ich, glaube ich, fast jeden abgeschlachtet, der uns hier entgegenkam, weil ich jedes Mal dachte, das ist ein Gegner, der auf uns zugerannt kommt. Ja, jetzt auch so mit fuchtelnden Händen auf dich zurennen. Während hier überall Gegner rumstehen. Wir treffen auch bald auf die dümmsten Gegner, die dümmsten NPCs, die ich jemals kennenlernen durfte. Müsste, glaube ich, gleich am Ende dieser Passage hier sein. Beim letzten Mal ziemlich über die Viecher aufgeregt, also über die Typen, weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, wie jemand so dumm ist. Man sieht, dass die einiges mehr aushalten als die ohne Hammer, weil die waren, glaube ich, mit 3 Schlägen versteinert down und die hier brauchen, glaube ich, das Doppelte sogar. Geh doch drauf! Zeit für unser drittes Waffen-Update. Um das Ganze hier nochmal ein bisschen zu beschleunigen. Weg mit dir! Okay, hier ist nichts drin. Da ist eine Truhe mit einem weiteren Gorgonauge. Und da ist eine Truhe mit einer weiteren Phönixfeder. Das nächste, so, weg mit dir. Du versteinerst uns nicht. Ich sagte, du versteinerst uns nicht. Ich finde es immer schön, wie die zuschauen, während wir deren Verbündete hier einfach mal enthaupten jedes Mal. Ach ja, komm, lass den erstmal meine Verbündete enthaupten, dann schlage ich zu. Oder dann schieße ich meinen nächsten Pfeil. Mach du mal erstmal. Ist alles drin. So, weg mit dir. Jetzt müsste hier zweimal Erfahrung sein. Ich liege beim letzten Mal nur ein Gorgonauge und 2 Phönixfedern gefunden habe. Die haben wir beide schon. Da alle 4 schon. Das muss da also Erfahrung sein. Hier. Komm her. Jawohl. Und ein bisschen Barrieren zerstören. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Mache ich. Später. Ja, ich weiß, wie das geht. Kannst du das bitte wegmachen, damit ich mich noch... Okay. Dann halten kann. Kreis gerückt halten, um zu schwingen. Und am höchsten Punkt abspringen. Und beim letzten Mal... Wow. Okay, das war falsch. Ich wollte natürlich nur diese Erfahrungsrubine hier mitnehmen. Beim letzten Mal habe ich vergessen, dass ich dann ja noch einen Doppelsprung machen kann. Deswegen habe ich hier relativ lange gesessen, bis ich es endlich rüber geschafft habe. Gab dann später eine Stelle, an der man einen Doppelsprung von so einem Seil brauchte. Und deswegen weiß ich das jetzt auch noch. Okay. Die habe ich beim letzten Mal vergessen. Oder übersehen. Finden doch noch ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Sehr schön. So ein zweiter Durchlauf lohnt sich dann theoretisch doch. Okay, ich schlage jetzt mit Absicht ein bisschen mehr drauf, weil beim letzten Mal war ich mir sicher, dass die nicht aufgeht. Und dann habe ich später eine ähnliche Tür getroffen, gefunden. Und die braucht da einfach nur sehr viele Schläge. Also wenn dieses Metallgeräusch kommt, bin ich mir immer ziemlich sicher, dass sie nicht kaputt geht. Wenn diese hölzern klingen, bin ich mir immer unsicher. So, das Einzige, was mich ziemlich stört in dem Spiel, ist die Wasserphysik. Aber hier geht es noch ganz klar, aber in etwas tieferen Gewässern wirkt das sehr, sehr komisch. Aber man muss natürlich wieder dazu noch sagen, das ist ein PS2-Spiel von 2005. Mittlerweile also 3 Konsolengenerationen.
und somit auch ja fast 13 Jahre alt. Da kann man sowas mal verzeihen. Okay, wir haben es fast. Wir haben fast noch nächstes Update. Wir müssen die Leiste jetzt noch halb voll kriegen. Und diese Türen habe ich zum Beispiel beim letzten Mal alle auch nicht geöffnet. Also diese Truhen sind für mich jetzt auch alle neu. Weil ich mir wie gesagt beim letzten Mal sicher war, dass diese Türen nicht aufgehen. Aber die brauchen einfach ein paar mehr Schläge. So, jetzt kommen wir zu den dümmsten NPCs aller Zeiten. Den Preis können wir schon mal austeilen. Denn hier ist ein riesiger Oger, der auf diesem Marktplatz Leute schnetzelt und gegen uns kämpft, der diese Stadt retten will. Und was machen die Typen? Die rennen nicht einfach auf die andere Seite des Brunnens, wo sie sicher werden, sondern die rennen uns dauerhaft durchs verkackte Bild. Die rennen uns einfach dauerhaft vor die Füße, sodass sie entweder vom Oger oder von uns getroffen werden. Meine Fresse, ich brauche jetzt gar keine Lebensupdates. Und trotzdem treffe ich die dauerhaft, weil die uns einfach dauerhaft durch die Schussbahn, Schlagbahn, wie auch immer, rennen. Wie doof kann man eigentlich sein? Und weg. Ja, das ist der Moment für diesen Move, weil jetzt zwei davon kommen. Habe ich beim letzten Mal wieder auch nicht benutzt. Aber ist sehr hilfreich. Um einen schon mal sehr schnell wegzubekommen. Und durch die dauerhaften Lebensupgrades, durch die laufenden Lebenskanister. Anders kann man sie nicht mehr bezeichnen. Denn in die Kuh besitzen sie ja scheinbar nicht. Kann man hier eigentlich nicht wirklich sterben. Egal wie schlecht man sich anstellt. Deswegen brauche ich auch gar nicht unbedingt versuchen auszuweichen, dass man Damage wahrscheinlich geht. Oh, und wir können hier mittlerweile auch schon. Damit bekommen wir neue Zyklon des Chaos. Zyklon des Chaos in der Luft. Geist des Herkules, Mut des Herkules und Hades Rache. Ich weiß nicht genau, was bedeutet das in Hades Umkehr parierpose, aber gut. Ah, das ist es, okay. Ich denke mal, die Hades Umkehr parierpose ist einfach unsere Abwehrpose hier. Können wir jetzt das einsetzen? Oder ist das andere? Das ist ja auch egal. Okay, das war der erste Move. Den nutze ich übrigens viel zu selten, weil der scheint ziemlich stark zu sein. Jetzt weiß ich, diese Türen hier gehen auf. Also mehr Erfahrungspunkte als im ersten Durchgang. Die war gut versteckt. Da könnte ein Gorgonenauge oder so drin sein. Nein, auch nicht. Zu berühren. Wie viel brauchen wir als nächstes? 3750. Das Update hatte ich beim letzten Mal nicht mehr erreicht. Aber ich habe jetzt ja wie gesagt auch ein paar mehr Erfahrungstruhen mitnehmen können als beim letzten Mal. Also könnte sein, dass ich das jetzt tatsächlich schon erreiche. In dem Abschnitt, in dem ich bereits war. Metalltür. Mach ich auf. Dann gehen wir mal weiter. Dieser Dame hier erfährt man irgendwie, dass Kratos wohl schon sehr bekannt ist. Aber wie gesagt, dass ich die anderen Teile gespielt habe, ist zu lange her, als dass ich noch wüsste, was wir denn so Schlimmes getan haben, dass wir überall bekannt sind als Ungeheuer oder was auch immer. Weil auch der Typ auf dem Schiff meint ja, ich weiß, was du getan hast. Lieber bleibe ich hier und sterbe, als dass ich mich von dir retten lasse oder irgendwie sowas. Nicht mehr sicher, was Kratos so Schlimmes getan hat. Also es wurde durchaus in dem Spielabschnitt, den ich bereits gespielt habe, schon in der Hinsicht was angedeutet. Aber was uns so traumatisch verstört hat, das habe ich nur nicht rausfinden können. Hier, an dieser Tür habe ich festgestellt, dass man diese Tür öffnen kann, indem ich hier einfach ein bisschen öfter drauf geschlagen habe.
Aber ich habe irgendwie nicht mehr gedacht, in den früheren Türen nochmal nachzuschauen. Die Truhe brauchen wir jetzt auch nicht. Die Spiegeleffekte da auf dem Boden sind für PS2-Verhältnisse, finde ich, auch ziemlich gut. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Taten, Monster. Warte. Hinfort. Geh weg von mir. Okay. Bleib weg, komm nicht näher. Bleib weg. Aha! Okay. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Hier die weitere Phoenix wieder mit. Eine noch. Wir bekommen ein weiteres Update. So, diese Falltür oder Luke ist verschlossen. Was hat die gute Dame fallen gelassen? Ein Schlüssel. Ja, was kann das wohl bedeuten? Gehen wir halt wieder hoch. Am letzten Mal war ich mir nicht sicher, ob ich da jetzt wieder hochgehen soll oder nicht. Es war mir das Offensichtlichste, aber andererseits habe ich gedacht, warum sollte ich jetzt hier erst hochlaufen, dann wieder runterspringen, um dann wieder hochzulaufen. Aber spätestens nachdem hier jetzt plötzlich Gegner aufgetaucht sind, war ich mir dann doch sicher, dass ich gedreht bin. Und wir brauchen diesen Schmetterangriff auf den Boden, um deren Schilder zu zerstören. Wird einem, glaube ich, auch wert, wenn man ein paar Mal aufs Schild draufschlägt. Wer das Kampfsystem, also wer God of War überhaupt nicht kennt, ja, ich weiß, jetzt wird es angesagt hier. Wer das Kampfsystem überhaupt nicht kennt, aber. Wer God of War überhaupt nicht kennt, aber das Kampfsystem bekannt vorkommt, ich meine, auch wenn ich es nie gespielt habe, dass die Devil May Cry-Reihe ein sehr, sehr ähnliches Kampfsystem hat. Und sie ist ja auch zu einer ähnlichen Zeit auf der PS2 erschienen. Ich weiß gar nicht, was früher da war: God of War oder Devil May Cry. Auf jeden Fall hat Devil May Cry ja schon seinen Reboot bekommen, was genauso hieß wie der erste Teil. Der erste Teil ist Devil May Cry, sein Reboot ist auch Devil May Cry. Das Reboot ging nicht weiter, weil es vor allem bei Fans sehr verhasst war, eben auch wegen des anderen Gameplays und wegen der anderen Optik des Hauptcharakters. Mal sehen, ob das, ja, sage ich mal, dann doch vom Kampfsystem sehr unterschiedliche neue Gameplay von God of War mehr überzeugen kann. Auch Bayonetta hat ja ein ähnliches Gameplay und da habe ich ja auch schon beide Teile von Let's Played und die auch als sehr, sehr gut empfunden. Hat mir ja mega viel Spaß gemacht. Vor allem der zweite Teil, den fand ich ja mega genial. Okay, hier unten war ich noch nie. Gibt kostenlose Erfahrungspunkte und Magiepunkte, die wir nicht brauchen, weil wir volle Magie haben. Deswegen kann ich dich auch so killen. Und hier so. So gibt es hier noch sonst noch irgendwas. Scheinbar nicht. Gut, dann wieder hoch. Denn wir wollen durch die Luke. Lebenskiste dann mitnehmen können, die ich beim letzten Mal habe stehen lassen. Weil wir jetzt nicht mehr ganz so viel Leben haben. Das wäre wahrscheinlich clever gewesen. Aber da ich beim letzten Mal auch nicht brauchte, hoffe ich mal, dass ich die jetzt auch nicht brauchen werde. Mach auf. Warum werde ich hier überhaupt gefragt? Wenn ich jetzt auf Nein drücken würde, würden wir auf ewig feststecken und nie mehr weiterkommen. Also gut, dann müssten wir halt wieder hingehen und nochmal fragen und dann auf Ja drücken. Aber warum öffnet er die nicht automatisch, wenn wir den fucking Schlüssel haben? Weil Nein drücken bringt einem gar nichts, man kommt halt nicht weiter.
gibt doch keinen anderen Weg, den man jetzt hätte gehen können oder sonst irgendwas. Es geht halt einfach dann nicht weiter. So, hier war, glaube ich, links eine schlechte Idee. Yep. Rechts meine ich natürlich. Vollidiot. Der Riss in der Wand. Die sind immer sehr auffällig, aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich die kaputt kriegen könnte. Und mit diesem R2-Spam hat das Spiel irgendwie mal ein Problem. Er bricht da irgendwie mittendrin immer ab, obwohl ich es eigentlich dauerhaft spamme. Jetzt wird dann, glaube ich, erklärt, wie man von Ranken in die entgegengesetzte Richtung abspringt. Beim ersten Mal versucht, den Bewohnern zu helfen. Aber das ist nicht so Kratos Ding, wie es aussieht. Kann man nämlich nicht. Da hinten ist Ares. Ist ganz nah. Aber leider konnten wir dieses Orakel noch nicht treffen. Und wissen daher noch nicht, wie wir das gegen ihn ausrichten können. Wie wir einen Gott töten können. Die verdammten Götter haben uns losgeschickt, um einen Gott zu töten. Also rein theoretisch hätten die uns auch einfach verraten können, wie man das macht. Aber hatten die wohl keine Lust drauf. Kann es sein, dass ich diese Truhe da in der Ecke auch mal jetzt nur gesehen habe? Kommt mir irgendwie so vor. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie geöffnet zu haben. Jetzt lass das mal und geh drauf. Das ist ein weiteres Gorgonenauge. Habe ich das wirklich übersehen? Kann sein. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie geöffnet zu haben. Gestorben sind, dass die spawnen jeweils noch einmal. Das hier fand ich übrigens beim letzten Mal schon irgendwie ein bisschen cheaty. Komm halt hier an, können dir nichts anhaben und du kannst von mir aus halt einfach weghauen. Okay, ich dachte einmal ausreichend reicht. Um die Kleinen kümmern, dann um den Großen. Ah, stimmt, kam ja noch einer. Bei dir können wir auf Wiedersehen sagen. So,
das haben die gerade beim letzten Mal erst getriggert worden und wieder runtergegangen bin auf der Treppe, zum Glück nochmal auf die beiden getroffen sind. Ich dachte nämlich schon, ich hätte irgendwas falsch gemacht. Dass das nicht kam. Aber alles gut. So. Kann man schon hier runterjumpen? Ja, hallo Ares. Wir sehen uns früher oder später auf jeden Fall nochmal wieder. Da bin ich mir sehr sicher. Das hatte ich noch nie, dass er was laden muss. Ich brauche jetzt 3750, glaube ich, fürs nächste Update. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall bis 12,5 warten. Vorher brauchen wir gar nicht ins Pause-Menü gucken. Ins Upgrade-Menü. Und jetzt sollten wir uns da hinten erstmal um die verdammten Bogenschützen kümmern. Und die nerven. Was haben wir hier noch? Ja, genau, geht mal ab. Ihr wart nicht die nervigen Bogenschützen, sondern ihr seid die nervigen Bogenschützen. Die einen da schön nerven können. Das haben nervige Bogenschützen meist so an sich, dass sie nerven. Und wieder rüber. Einmal hier rum. Die Musik ist mega episch und dramatisch, obwohl überhaupt nichts passiert. Aber warum nicht? Es gehört halt zur Atmosphäre dabei. Dauerhaft Adrenalin geladen und alles zerschnetzeln, was so kommt. Ich brauche jetzt eher Energie als alles andere. Oh, die Stelle hier, da habe ich ewig gebraucht. Bin hin und her gelaufen. Das ist der richtige Weg. Das ist doch nicht der richtige Weg. Das ist der richtige Weg. Das ist doch nicht der richtige Weg. Die ganze Zeit. Und ich würde sagen, diesen Part hier mache ich noch etwas länger. Weil hier nach eigentlich eine perfekte Stelle kommt, an der ich diesen Part beenden könnte. Und ja, deshalb speichere ich trotzdem vorsichtshalber mal. Wie gesagt, man weiß ja bei PlayStation Now nie, wenn ich jetzt einen Router-Restart habe oder so, dann ist halt alles weg. Wäre unpraktisch. Dann alles ein paar fitze Erfahrungspunkte kann ich trotzdem mitnehmen. Ich weiß, der Part wäre jetzt eigentlich vorbei, aber wie gesagt, wir machen ein bisschen Überlänge. Einfach weil ich halt, wie gesagt, alles schon kenne, was jetzt kommt. Und dann halt auch ein bisschen Fortschritt machen möchte und so schnell wie möglich wieder an die Stelle sein möchte, wo ich, ja, wieder blind spielen kann. Und dafür schnappen wir uns jetzt erstmal dieses Ding und können das jetzt ewig lang schieben. Und treten habe ich nicht das Gefühl, dass es deutlich schneller geht als schieben, deswegen. Hier bergab ging es, glaube ich. Das wird jetzt einem ja nochmal gesagt. Da geht es ein bisschen schneller. Dann hier rein. Das Schieben war ich das Nervigste. Das Rätsel habe ich sehr, sehr schnell gerafft, aber das Schieben war einfach. Na, und sonst so. Okay, dahin. Ich weiß nicht mehr, hinter welcher von den Türen was Sinnvolles war und hinter welcher nicht. Auch hier ist wieder R2-Spam, mag das Spiel irgendwie nicht so. Hier waren nur fitze Erfahrungspunkte. Nehme ich trotzdem alles mit. Hier hinter war eine Truhe, die sehe ich jetzt ja schon. Und zwar brauche ich gar nichts von beidem. Deshalb lassen wir die erstmal stehen.
hier hinter irgendwas Sinnvolles? Nope. Und hier hinter geht's weiter. Mach jetzt. So, jetzt kommen hier erstmal dreimal Gegner nach dem Spawn, glaube ich. Lass den Zorn der Götter deine Klingen treiben, Kratos. Also ich finde, wenn es einen Punkt gab, an dem ich das jetzt in Polette einsetzen könnte, dann hier. Weil einfach so viele Gegner auf einem Punkt stehen und so oft nachspawnen, dass es einfach mega nervig ist, dass ich das hier durchaus mal sinnvoll verwenden konnte. Und jetzt stirbt du letzter Typ. Danke sehr. So. Wir ziehen jetzt einmal den Hebel. Dadurch dreht sich das Ding einmal. Wenn wir den Hebel wieder ziehen, wird sich das zurückdrehen. Man soll sich das Drehen der Plattform das hier oben übersehen. Tun wir natürlich nicht. Habe ich beim letzten Mal auch nicht getan. Ist doch nicht so offensichtlich. Bonustruhe. Jetzt müssen wir dich hier einmal runterschieben. Also, ich bin jetzt ja hinten dran. Das ist ja spannend. Runterziehen und wie geht, wenn wir den Hebel jetzt nochmal ziehen, dann würde er sich wieder zurückdrehen. Das wollen wir eigentlich nicht. Denn wir schieben es jetzt wieder drauf. Und drehen es jetzt nochmal. Und dadurch ist er dann richtig. Dadurch kann man ihn dann vor die Tür schieben und dadurch kann man ihn dann spannen und dann kann man da durch. So, wir machen Überlänge. Das heißt, wir gehen natürlich trotzdem noch weiter. Denn hier bekommen wir gleich unsere dritte Fähigkeit. Und es ist... Gott Zeus. Kratos, je weiter du kommst, desto stärker wirst du. Doch um erfolgreich zu sein, brauchst du meine Hilfe. Ich biete dir die Macht des größten aller Götter, des Vaters des Olymps. Ich biete dir die Macht des Zeus. Nimm diese Waffe, Kratos. Zerstöre mit dieser Macht deine Feinde. Jetzt können wir Blitze schmeißen, genau wie Zeus. Du hast deine Sache gut gemacht, Kratos. Gehe mit den Göttern. Gehe im Namen des Olymps. Oh, das mache ich lieber. Das mache ich. So, jetzt können wir hier von der Brücke aus... da oben wegschießen. Und wie gesagt, das war so verwirrend, weil man kann da vorne beim Speicherpunkt kann man ja die Leiter hochklettern. Und wenn man die Leiter hochklettert, gibt es dort zwei optionale Wege. Und einen Weg, den man nur mit dieser Macht des Zeus weiterkommt. Und jetzt deutet doch wohl alles darauf hin, dass das hier der richtige Weg ist, oder nicht? Aber auch das ist ein optionaler Weg. Und ihr glaubt gar nicht, wie oft ich hier von A nach B, zurück zu A, zurück nach B gelaufen bin, um halt zu gucken, dass ich nicht aus Versehen den richtigen Weg gehe und dann an irgendeinen Point of No Return komme und dann wieder zurückzulaufen. Und dann bin ich so oft die Leiter da vorne hochgeklettert und wieder hier rein und wieder dahin und wieder dahin die Leiter zurück. Jetzt weiß ich ja zum Glück, welche Wege optional und welche die richtigen sind. Und dementsprechend kommen wir hier jetzt auch einigermaßen flott durch. Aber wenn man das hier blind spielt und nichts, oder zumindest nichts, was man entdeckt hat, verpassen möchte, dann ist das echt ein bisschen sehr konfus gewesen. Wie gesagt, man kriegt die Macht des Zeus. Man kriegt sogar angewiesen, dass man die Gegner da oben besiegen soll mit der Macht des Zeus. Und dann öffnet sich dieser Weg. Ich meine, es ist so offensichtlich, dass das hier eigentlich der richtige Weg sein soll, aber es ist halt einfach nur ein optionaler Weg, indem es eine weitere Phönixfeder gibt, mit der wir unsere Magieleiste dauerhaft um einen Punkt erhöhen.
Kann damit wieder mit unserer Lebensleiste gleichziehen und ein weiteres Gorgonenauge. Womit uns jetzt nur noch zwei fehlen, bis wir unser zweites Lebensupdate bekommen. So, und jetzt können wir beim Speicherpunkt die Leiter nach oben. Wir speichern natürlich vorsichtshalber einmal. Ich mache jetzt hier extra Überlänge, wie gesagt, weil ich kenne einen Punkt. Also theoretisch hätte ich jetzt schon beim ersten Mal, als wir hier waren, Schluss machen können. Jetzt hätte ich wieder Schluss machen können, aber ich will den Kram da oben noch schaffen, denn es gibt da eine Stelle, bei der ich beim letzten Mal zweimal gefailt habe. Und wenn ich da jetzt wieder failen sollte, dann werde ich die Chance nutzen, um das eben offscreen zwischen diesem und dem letzten, oder zwischen diesem und dem nächsten Part holen zu können. Den nehme ich auf Nerven. Nein, ich brauche die Energie, das hier zu verschwenden. Die kleinen Drecksharpien geht mir auf den Nerven. Braucht das Leben. Und weg. Und du weg. Sacke weg. So, das hier ist ein optionaler Weg. Lass das Hab hier. Lass das auch andere Hab hier. Weg bekommen wir. Jetzt will ich immer die falsche Taste drücken zu können, wenn wir noch ein Gorgonenauge, damit eins und wir haben das nächste Lebensupgrade. Sehr schön. Wurde uns jetzt ein bisschen hinterhergeworfen in letzter Zeit. Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon zwei Gorgonenaugen mehr gefunden als beim ersten Mal. Also ich hatte hier, glaube ich, beim letzten Mal zwei weniger. Und wie gesagt, einige Kisten mehr gefunden. Also einige Energiekisten. Denn das hier ist jetzt auch ein optionaler Weg. Und das hier habe ich nämlich damals gemacht, beziehungsweise versucht zu machen, bevor ich den Zorn von Zeus hatte. Und diese Truhen hier zu öffnen, während man von der Dauer beschossen wird, ist eine absolute Qual, weil man halt jedes Mal unterbrochen wird. Wenn man von so einem Pfeil getroffen wird beim Truhen öffnen. Und ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, die Truhen zu öffnen, während die halt mit dem Pfeilen gerade nicht geschossen haben. Aber ich bin hier, glaube ich, zweimal verreckt. Und der Savepoint war jedes Mal da unten vor dem Zeus-Bild. Also von der falschen Seite. Weshalb ich jedes Mal wieder neu starten konnte und jedes Mal wieder hier hochlaufen musste und jedes Mal wieder die Gegner besiegen musste und dann jedes Mal wieder hier verreckt bin. Und ah, hat das lange gedauert. Ich glaube, ich habe fast einen kompletten Part hier verbracht. Diesen Abschnitt. Und bei diesem Rücksprung hier bin ich beim letzten Mal dann auch noch verreckt. Und auch dann konnte ich den ganzen Kram hier neu machen. Deswegen wollte ich hier vor den Part nicht beenden, weil wenn ich das nicht geschafft hätte, hätte ich den Abschnitt hier nochmal offscreen gemacht. Und der richtige Weg ist tatsächlich dann hier lang. Hier kommt man dann mit Zeus Macht weiter. Ich finde es so verwirrend gemacht an dieser Stelle hier, zu wissen, welches ist jetzt der richtige, welches ist der falsche Weg. Ich hatte einfach keinen Plan. Scheiße, gut, da kommt halt noch einer. So, weg mit dir. An die Ahnenmauer. Holen wir uns Energie. Und dann beenden wir gleich mal wirklich den Part. Ich wollte diesen Abschnitt hier komplett hinter mir lassen, erstmal. Gab es hier noch irgendwas? Ich glaube, hier kam man nur wieder zurück. Ja. Falls man auch aus irgendeinem Grund, warum auch immer, bei dem Speicherpunkt da unten nochmal wieder neu starten möchte, du, kommt man hier aus wieder zurück. Ich muss hier rüber! Löse den Hebel und senke die Brücke! Nein! Nein! Die kriegen mich nicht! Ich lasse sie nicht rüber! Diese Monster, sie werden mich zerreißen! Feigling! Selber schuld. Oh,
Williams Green. Auch schön. Ah, ich glaube, der Weg da unten hin zurück ist, falls man bis hierhin gelaufen ist und dann den Zorn des Zeus noch nicht hat, dann kann man da links den Weg öffnen und dann halt beim nächsten Mal direkt hier lang wieder zurück. Jetzt gibt es, glaube ich, nur noch ein paar Truhen. Das ist der nächste Speicherpunkt. Das ist der nächste Speicherpunkt, glaube ich, noch ein paar Räume weg. Naja, hier gibt es, glaube ich, jetzt sogar... Hier gab es doch noch mal ein Gorgonenauge, oder nicht? Dann haben wir jetzt schon das zweite Gesundheitsupgrade. Wow, wie geht's? Beim letzten Mal haben uns jetzt zwei Gorgonenaugen mehr gefehlt. Aber umso besser. Königsfeder gab es auch. Da haben wir mittlerweile 6 weniger, als wir Gorgonenaugen haben. 5 weniger. Kam jetzt irgendwo der Speicherpunkt? Jetzt kam erstmal mal ein paar von euch. Ach, verarschen. Oh, ich bin noch extra zu rausgekommen. So. Ja, ja, komm. Ich glaube, das war die Stelle, wo mir die Wasserphysik das erste Mal aufgefallen ist. Hey, die ist ganz gut. War es beim letzten Mal einfach ein Bug? Beim letzten Mal ist das Wasser bei mir so komisch puddingartig rumgewackelt. Jedes Mal, wenn ich durch so ein Ding hier durchgelaufen bin. Diesmal verhält sich das eigentlich ganz okay. Also jetzt auch nicht so, wie sich wahrscheinlich Wasser verhalten würde, aber auf jeden Fall deutlich gut aussehender als das, was ich beim letzten Mal hatte. So, jetzt gibt es noch mal Erfahrungspunkte. Nein, wieder falsche Taste. Auch die wenigen Erfahrungspunkte von den zerstörten Objekten nehme ich mit. Wieder falsche Taste. So, jetzt kam noch aber ein Speicherpunkt. Sogar gleich eine Katze. Eine Katze kam. Orakel! Kratos! Lob sei Athene! Du bist da! Geh da! Nein! Kratos! Kratos, finde mich! Du musst mich finden! Sonst ist Athen verloren! Jetzt schaut euch mal an, eine dunkelbraunhaarige, grün gekleidete Person. Ist das Orakel? Ich kapiere nicht so ganz, was da später passiert. Ob man da irgendwelche Texturen von der PS2-Variante in die PS3-Variante irgendwie falsch gemacht hat. Aber was ihr im nächsten Part, wahrscheinlich nächsten Part sehen werdet, ist dann ganz komisch. Ich möchte jetzt übrigens hier das Part beenden, weil damit haben wir die Innenstadt von Athen gemeinsam geschafft und begeben uns jetzt zur nächsten Stelle und ich fand es hier einfach besser, den Part zu beenden, auch wenn wir dadurch deutliche Überlänge gemacht haben. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.